Ja, das ist oft sehr lustig. Man muss ein bisschen schauen. Manche Patienten, da merkt man schon, die sind dem Ganzen etwas skeptisch gegenüber. Aber spätestens, wenn das funktioniert, was ich mache, dann finden sie das nicht mehr so albern und machen auch mit. Aber es ist so ein bisschen so ein Hemmschuh, den manche schon haben, weil es natürlich schon sehr lustig aussieht. Aber sobald sie dann merken, oh, jetzt geht die Bewegung leichter oder sie ist nicht mehr schmerzhaft, dann kreist man auch mit der Zunge oder macht eine Blickübung. Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psyche Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken und wir sind heute zu Gast im Reha-Park Frankfurt in Frankfurt am Main. Heute werden wir euch mit Isabel Waschkowitz über neuronales Training bzw. neuronale Heilung informieren. Was versteht man darunter? Welche Signale gibt unser Gehirn an unseren Körper bzw. umgekehrt unser Körper an das Gehirn? Und was bedeutet das für Bewegung, Schmerz, Anspannung und andere Probleme? Und wie könnten wir diese Erkenntnisse unseren Patientinnen mit psychosomatischen, also körperbezogenen psychischen Erkrankungen zur Verfügung stellen? Frau Waschkowitz, danke, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen. Ja, hallo, mein Name ist Isa Waschkowitz. Ich arbeite im Reha-Park Frankfurt und beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren mit dem neurozentrierten Therapieansätzen im Training und auch in der Behandlung. Okay, wir gehen ja gleich noch drauf ein, was das bedeutet. Lauter komplizierte Worte, die wir nachher auseinandernehmen müssen. Vielleicht erkläre ich kurz, wie wir zusammengekommen sind, weil ich hatte nämlich die Gelegenheit, Ihnen bei der Arbeit zuzuschauen und war da völlig fasziniert, wie Sie das Gehirn sozusagen beeinflussen und Patienten, die vorher Schmerz hatten, plötzlich durch bestimmte Bewegungen oder Übungen an der gleichen Stelle gar keinen Schmerz mehr empfinden und das nach ein paar Minuten. Und das fand ich so spannend. Und da haben Sie mir so Stichwörter gesagt wie eben neuronale Heilung und Vagusnerv. Und ja, vielleicht können wir da einfach mal anfangen. Was ist denn das, was Sie da genau machen? Unser Gehirn versucht, sich ständig vorzuorientieren. Es versucht zu simulieren, was als nächstes passiert und das immer unter dem Gesichtspunkt, ob es sicher oder ob es bedroht ist. Das nennt man dann Prädiktion. Das Gehirn versucht also, eine Vorhersehbarkeit zu schaffen für die nächste Situation. Und in unserem Training versuchen wir dann, Sicherheit dem Gehirn zu geben oder Sicherheit zu verschaffen, eine Vorhersehbarkeit zu verbessern. Und das geht über einen besseren Input aus dem Körper, eine bessere Verarbeitung im Gehirn und dadurch entsteht dann ein besserer Output. Also genau. Okay, ich versuche das jetzt mal praktisch zu verstehen, ja. Also ich habe jetzt meinetwegen einen Schmerz oder denke, mein Gehirn warnt mich also, indem es meinetwegen einen Schmerz mir signalisiert, aber der ist vielleicht gar nicht da, weil mein Gehirn einfach eine Situation vorspielt und weil es Angst hat, es könnte mir da vielleicht wehtun. Oder wie muss ich das mir vorstellen? Genau, also das wäre eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit wäre einfach, dass aufgrund von einer Verletzung oder von einer Operation der Input, der aus dem Körper kommt, für das Gehirn unklar ist. Der ist also nicht so, wie es vorher gewesen ist. Mhm. Das Gehirn vergleicht da auch immer Erinnerungswerte, die es hat. Mhm. Und wenn da keine Übereinstimmung ist oder wenn das für das Gehirn eher unsicher erscheint, dann ist der Output eben nicht der, den wir uns eigentlich wünschen, nämlich dass wir die komplette Beweglichkeit haben, dass wir Schmerzfreiheit haben, dass die Kraft komplett da ist, sondern dann drosselt das Gehirn sozusagen diesen Output. Mhm. Also das heißt, mein Gehirn ist eigentlich das, was mir suggeriert, da tut jetzt was weh oder da ist was gefährlich, obwohl vielleicht die echte Situation noch gar nicht so ist. Also es ist nicht wirklich gefährlich oder bedrohlich, aber mein Gehirn bremst mich sozusagen aus. Ist das so ein bisschen wie bei Phantomschmerzen? Also jemand kriegt meinetwegen den Arm amputiert, aber die Hand tut ihm immer noch weh, obwohl der Arm längst weg ist. Das ist ja ähnlich, ne? Also das Gehirn hat ja praktisch eine Vorstellung davon, da ist noch ein Arm, aber da ist eigentlich gar keiner mehr. Genau. Ist das so ähnlich? Ja, also das ist so ähnlich, genau. Da gibt es ja einfach noch eine repräsentierte Fläche im Gehirn, zum Beispiel für den Arm oder für die Hand. Und die ist ja nicht weg, nur weil die Extremität dann nicht mehr da ist. Mhm. Und deswegen werden immer noch die Informationen, die von den Nerven kommen, die vormals den Bereich versorgt haben oder die Informationen weitergegeben haben, werden trotzdem noch verarbeitet. Und zwar an der Stelle, wo das Gehirn denkt, dass der Arm war. Genau, also das heißt, jetzt nochmal für unsere Zuhörer, die mit dem Gehirn nie so viel Ahnung haben, heißt, mein Gehirn hat eine Vorstellung von meinem Körper und da mit allen Nachteilen auch. Ne? Ja. Also wo der Fuß, der hinkt und der Arm, der hat immer gejuckt oder so. Und wenn ich jetzt was verändere, ist mein Gehirn noch nicht überzeugt, dass das wirklich so ist. Man muss praktisch das Gehirn dann umprogrammieren.
beispielsweise. Ja, oder neu erlernen, also dass man versucht, Bereiche im Gehirn oder Neurone, also Nervenzellen zu aktivieren, die miteinander arbeiten und dadurch eben eine Verbesserung zu erzielen. Mhm. Okay, und jetzt, da wird ja immer der Nervus vagus irgendwie auch genannt. Der scheint da ja eine Riesenwichtigkeit zu haben in seiner Verbindung, ne, zwischen Körper und Gehirn. Vielleicht können Sie dazu mal kurz noch was sagen, was das mit dem Nervus vagus auf sich hat. Und vielleicht auch noch mal kurz, was das für einer ist. Also ich weiß das natürlich so ein bisschen als Psychiater, aber wir können ja mal uns dem annähern, für das Publikum. Genau, also es gibt zwei Bereiche vom Nervensystem. Das eine ist das vegetative Nervensystem, das unwillkürliche, und das willentliche, also das, wenn ich eine Bewegung ausführen will, das, was ich eben willentlich beeinflussen kann. Das vegetative Nervensystem ist ein autonomes Nervensystem und das steuert so Grundfunktionen im Körper wie Herzrhythmus, aber auch zum Beispiel, dass wir eine Gänsehaut bekommen. Atemrhythmus ist so ein Zwischending, das können wir ja auch willentlich beeinflussen, aber ist eben auch vegetativ mit versorgt. Das Vegetativum kann man dann unterteilen noch in Sympathikus und Parasympathikus. Der Sympathikus ist eher der, für die Aktivität zuständig ist, und der Parasympathikus, das ist eher der Ruhenerv, könnte man sagen. Also dem Sympathikus wird man eher das Fight and Flight zuordnen und dem Parasympathikus Rest and Digest, also Verdauung und in die Ruhe kommen. Und für den Parasympathikus ist es so, dass da eben der Vagus einer der Hauptnerven ist. Der gehört zu den Hirnnerven. Wir haben im Stammhirn Hirnnervenkerne. Da gibt es 12 Paare und der Vagus ist der 10. Hirnnerv. Und das ist der Hauptnerv vom parasympathischen Nervensystem. Der hat sehr viele Fasern, die vom Körperinneren ins Gehirn kommen. Also ungefähr 80% seiner Fasern kommen vom Körperinneren und geben Informationen an das Gehirn. Und nur 20% gehen quasi in die andere Richtung, vom Gehirn dann in die Peripherie. Ah, also das ist praktisch so eine Art Information von unten nach oben. So. Genau. Okay. Das bedeutet also, wenn ich mich entspanne, scheint das wichtig zu sein für mein Lernen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, im Sinne der neuronalen Heilung oder des neuronalen Trainings, fiel diesen Vagusnerv. Warum ist der da jetzt so wichtig? Also weil das scheint ja was zu sein, dass man den immer aktiviert, um das da irgendwie, um etwas umzulernen. Genau, der hat halt eine große regulierende Funktion einfach. Wir sind so im Alltag eher ein bisschen sympathikoton, könnte man sagen. Ja, über die ganze Informationsquellen, die uns zur Verfügung stehen, das reizt unser Nervensystem eher. Also wenn man jetzt an Fernseh, Handy und die ganzen medialen Geschichten denkt, aber eben auch emotionaler Stress, ja. Ja, da haben wir ja hier einige Patienten, die genau das auch haben als Thema, ne? Also gerade dieses Überreizte, so Burnout, das Gefühl, man ist irgendwie erschöpft und schafft das nicht mehr, den ganzen Dingen nachzukommen, ja. Okay. Und das heißt, man müsste jetzt, ist es so wichtig, zum Beispiel in Bezug auf Bewegungen oder Schmerzen, den Vagus jetzt zu aktivieren? Weil der uns hilft, sozusagen wieder in ein Gleichgewicht zu kommen, und dadurch, dass vielleicht der oder die Information entweder aus dem Körper ins Gehirn oder die Verarbeitung nicht optimal läuft, der Vagus da die Möglichkeit hat, das wieder zu regulieren. Also über entspannteres, also ich brauche praktisch Entspannung, um diese Veränderung in meinem Gehirn überhaupt möglich zu machen. Das erleichtert das, genau. Also wenn man jetzt in dem Bereich bleibt, ja, das ist natürlich jetzt nur eine vereinfachte Strecke, die wir uns angucken von dem ganzen Nervensystembündeln, die da laufen. Aber das ist eine Möglichkeit, die besteht, über die wir Einfluss nehmen können. Und jetzt nochmal vielleicht, ich würde gerne mal auf die psychosomatischen Patienten eingehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe gelernt, also mein Hirn hat gelernt und mein Gehirn hat gelernt, immer wenn ich, sag ich mal, rausgehe, dann habe ich Rückenschmerzen. Und jetzt geht man zum Orthopäden. Der Orthopäde sagt, da ist ja eigentlich nichts, der Rücken sieht okay aus. Wäre das nicht auch jemand, der dann davon profitieren könnte, dass das Gehirn wieder lernt, dass der Rücken doch funktioniert? Also könnte man da etwas tun für so jemanden in der neuronalen Heilung? Ja, auf jeden Fall. Man könnte das auf jeden Fall probieren. Wir arbeiten da vor allen Dingen immer mit Pre- und Post-Tests. Also wenn jemand kommt, dann gibt es so Neuro-Response-Tests. Die sind erstmal relativ alltägliche Bewegungen, entweder im Bewegungsausmaß oder ein Krafttest. Mit der schmerzhaften Bewegung, da bin ich immer sehr vorsichtig, das zu testen, weil dann bin ich ja quasi wieder in diesem Schmerzmuster drin. Also das mache ich eher ungern. Aber ansonsten, wie gesagt, gibt es grundsätzliche Bewegungen, und da das Gehirn so unmittelbar immer reagiert,
können wir aufgrund dieser Tests dann direkt sagen, ob jetzt die Voraktivierung, die wir uns da ausgesucht haben, funktioniert oder nicht funktioniert. Also man kann ausprobieren, tut das dem jetzt gut und hilft, dass er sich wieder besser bewegen kann, oder ist es eher noch nicht so eine gute Bewegung für diesen Patienten? Mhm. Okay, also wenn ich mir jetzt, ich bin mal so ein bisschen praktisch, also wenn ich jetzt kommen würde und mein Orthopäde hat gesagt, Frau Grabhorn, Sie haben nichts am Rücken, da ist jetzt wirklich nichts, kein Bandscheibenvorfall, kein nichts. Und ich habe aber wirklich Rückenschmerzen. Das ist ja so, die psychosomatischen Patienten haben ja Schmerzen. Und ich komme jetzt zu Ihnen, was würden Sie mit mir machen? Wie stelle ich mir das jetzt vor? Was machen Sie? Legen Sie mich auf die Matte oder lassen Sie mich hüpfen oder was machen Sie? Genau, also erstmal machen wir eine Anamnese. Das heißt, wir fragen erstmal, warum sind Sie hier und was ist Ihr Problem? Weil man oft auch aus dem heraus, was die Patienten erzählen, schon ganz viel erfahren kann. Mhm. Ja, also wie die was erzählen und mit welcher Emotion oder welcher Körperhaltung sie das erzählen, aber auch aus der Vergangenheit. Also ich frage auch immer viel nach, ob es schon mal ein Trauma gab, ja, was jetzt nicht ursächlich gerade mit dem Rücken zu tun hat, aber ob die früher schon mal Probleme hatten, ob sie mal auf den Kopf gefallen sind. Also solche Traumata sind immer ganz wichtig, auch in der Anamnese rauszufinden. Und dann fasse ich den Rücken, das Knie oder die Hüfte, je nachdem, wo der Schmerz ist, an und arbeite mit diesen Neuroresponse-Tests. Mhm. Also mache vorher noch entweder eine Beweglichkeit oder eine Kraftübung, ja, dass ich schauen kann und dass der Patient fühlen kann, was ist so normal für mich, wie fühlt sich die Bewegung an, wie weit ist das Bewegungsausmaß. Dann fasst man den Problempunkt an und testet am Arm oder am Bein einfach einen großen Muskel in der Kraft. Und oftmals sieht man da dann schon eine Schwäche im System, nämlich dass der Arm oder das Bein dann gar nicht in der Position gehalten werden kann. Mhm, sodass das Gehirn mir sofort spiegelt, mit diesem Bereich habe ich ein Problem. Aha. Und okay, und dann würden Sie jetzt rausfinden, okay, Frau Grabhorn hat recht, sie hat da ein Problem. Was würde man dann im nächsten Schritt machen, damit ich sozusagen mein Gehirn lernt, da ist ja doch eigentlich nichts. Du kannst deinen Rücken ganz normal benutzen oder dein Knie. Wie würde man da jetzt weiter vorgehen? Dann muss man das ausdifferenzieren. Also dann gibt es ganz viele Kontaktpunkte am Kopf, am ganzen Körper, die in dem direkten Zusammenhang zum Beispiel mit Gehirnarealen stehen. Und darüber versucht man dann, ihnen zu helfen. Okay, und was wären das so für Punkte? Beispiel vielleicht? Also ich habe mal mitbekommen, dass Sie jemanden die Zunge haben kreisen lassen. Das fand ich einigermaßen interessant, wenn man das mit dem Knie zum Beispiel in Verbindung bringt. Da habe ich ein bisschen nachdenken müssen, wie das denn zusammenhängt. Genau, das wäre jetzt zum Beispiel ein typischer Punkt für den Vagusnerv, weil der Vagus in seiner Funktion eben ganz viel den Kehlkopf, die ganze Motorik um den Kehlkopf herum, eben auch die Zunge innerviert. Und dann kann man durch Zungenkreisen, durch Schluckübungen zum Beispiel den Vagusnerv aktivieren. Mhm. Und jetzt mal eine kleine Frage nebenbei. Wundern sich die Patienten dann nicht, weil die sagen, ich komme jetzt wegen Rückenschmerzen und ich soll jetzt Schluckübungen machen, damit meine Rückenschmerzen weggehen? Wie können Sie das erklären? Also haben Sie die Zeit, um das alles das weiterzugeben? Ja, das ist oft sehr lustig. Man muss ein bisschen schauen. Manche Patienten, da merkt man schon, die sind dem Ganzen etwas skeptisch gegenüber. Aber spätestens, wenn das funktioniert, was ich mache, dann finden sie das nicht mehr so albern und machen auch mit. Aber es ist so ein bisschen so ein Hemmschuh, den manche schon haben, weil es natürlich schon sehr lustig aussieht und wie gesagt, in erster Linie ja nichts mit dem zu tun hat, warum sie eigentlich kommen. Aber sobald sie dann merken, oh, jetzt geht die Bewegung leichter oder sie ist nicht mehr schmerzhaft, dann kreist man auch mit der Zunge oder macht eine Blickübung oder ähnliches, ja. Ja, total interessant. Ist es denn eigentlich so, dass zu Ihnen auch, also zu uns kommen ja Patienten, die haben psychosomatische Themen und dann haben wir eher die Sprechtherapie sozusagen. Also wir sprechen darüber, was könnte das sein, wie kann man damit umgehen und so. Aber eigentlich, wenn ich jetzt mir das so anhöre, dann müsste ich ja mit Ihnen zusammenarbeiten. Und kommen die denn auch zu Ihnen? Werden die auch mal geschickt von den Orthopäden oder von den entsprechenden Stellen? Oder sehen Sie diese Patienten gar nicht so? Doch, wir sehen die Patienten schon, aber die werden nicht explizit wegen dieser Problematik dann zu uns geschickt. Also die kommen dann oft wegen ihrer körperlichen Symptome und aus der Anamnese heraus erfährt man dann zum Beispiel, dass die auch eine depressive Episode vielleicht haben oder hatten. Mhm. Ja, oder eher dann vielleicht chronische Schmerzpatienten, ja. Also wenn ich mir jetzt, das bin ich ja jetzt weitergebildet an dieser Stelle, jetzt habe ich meinetwegen psychosomatischen Patienten und würde denken, Mensch, der würde total profitieren von der neuronalen Heilung. Erstens mal, gibt es denn solche Therapeuten überall oder sind die nur sehr dünn gesät? Wo finde ich die? Und der zweite Schritt wäre, kann man das mit einer Krankenkasse
repräsentieren oder müssen die über den Orthopäden geschickt werden? Wie würde das gehen? Also es gibt in der Tat noch nicht so viele weitergebildete Therapeuten. Es gibt ein paar Seiten im Internet, über die man natürlich Therapeuten suchen kann, wenn man bei denen dann zertifizierte Kurse gemacht hat. Die führen dann Therapeutenlisten und dann kann man sich dann einen Therapeut zum Beispiel suchen. Okay, das können wir in die Shownotes nachher mal stellen, dass man das nachgucken kann. Ja. Genau. Es gibt keine Abrechnungsposition speziell dafür. Das heißt, in meinem Fall hat man Glück, vielleicht, wenn man das dann in der Behandlung mitmachen kann. Genau, aber es gibt jetzt keine Abrechnungsposition wie manuelle Therapie oder Bobart, wo die Krankenkasse das speziell abrechnet. Also es würde unter der normalen physiotherapeutischen Behandlung dann mit abgedeckt sozusagen. Genau, oder es gibt auch Kollegen, die das eben explizit als neurozentriertes Training anbieten und dann extra dafür Termine machen. Dann ist das natürlich dann aber eine Privatleistung. Okay. Also wäre es aber wahrscheinlich so ähnlich von den Kosten her wie eine private Physiotherapie, die ich bezahle, oder? Ist das irgendwie dann noch viel, viel teurer oder so? Weil oft unsere Zuhörer natürlich das auch spannend finden. Wie würden das kosten, wenn ich jetzt da hingehe und mache das mal für mich privat? Ich denke, das ist ähnlich im Bereich. Es gibt in dem ganzen neurozentrierten Training eine große Gruppe, die aus Amerika die Weiterbildung erhalten hat. Das ist diese C-Health Performance. Und da gibt es sehr, sehr viele Kurse, sehr umfangreiche Kurse. Und ich denke, wenn man da jetzt an einen Master, der da alle 13 Kurse von denen belegt hat, sich da einen Termin holt, dann ist der wahrscheinlich teurer, als wenn man jetzt bei einem anderen Therapeuten nachfragt, der vielleicht nicht alle Kurse da belegt hat. Mhm. Da gibt es sicherlich auch nochmal Unterschiede. Okay, gibt es denn Patienten, wo Sie sagen, die profitieren besonders von der neuronalen Heilung? Weil wir haben ja manchmal Patienten, wo wir auch sagen, also die sind schneller im therapeutischen Prozess als vielleicht andere, die länger brauchen. Also gibt es da welche, wo Sie sagen, die sind super, mit denen kann ich gut arbeiten? Ich würde sagen, bei denen, die wirklich eine neurologische Erkrankung haben, funktioniert es oft erstaunlich gut. Das Schöne daran ist auch, dass das oft so einfache Übungen sind. Also wie gesagt, so Zungenkreisen. Wir machen viel mit den Augen, mit dem Innenohr. Das heißt, es sind viele Bewegungen, die der Kopf auch macht. Da sind auch Übungen, die Patienten, die wirklich schwer betroffen sind, durchaus auch zu Hause durchführen können. Das funktioniert ja auch in dem neurozentrierten Training nicht so, dass die einmal kommen, die machen die Übung und dann funktioniert das auf ewig weiter, sondern das ist ein Training. Genau wie ich meinen Bizeps oder meine Beinmuskulatur trainieren muss, so muss ich diese Übungen auch dann zu Hause mehrmals am Tag machen, damit ich einen gewünschten Erfolg habe. Genau, das wäre nämlich auch meine Frage, wie lange dauert das eigentlich? Aber ich finde es trotzdem interessant, dass es ja auch sofort einen Effekt gibt. Ne? Also man merkt schon sofort, jetzt tut was weniger weh, oder? Und dann muss man das aber weiter fortführen, um das zu erhalten. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Ja, genau so. Also manchmal ist es wirklich so, wir machen einen Drill, eine Übung und dann sind Sachen weg. Aber ich kann auch nicht erklären, warum das dann so ist. Und bei den allermeisten ist es aber so, dass es wirklich ein Training ist. Und wie lange würde man das machen? Also gibt es da sind Monate, Wochen, Jahre? Eigentlich bestenfalls, bis das Symptom dann besser geworden ist oder weg ist. Ja, man sollte dann schon immer noch mal einen Retest machen, um zu gucken, ist das immer noch der Bereich, in dem wir arbeiten sollten? Oder gibt es ein anderes Hirnareal, was jetzt damit irgendwie korreliert, wo jetzt auch noch wichtig wäre, dass man da auch noch mal einen Input setzt? In der Regel ist es auch nicht nur, dass wir einen Bereich nur adressieren, sondern man stackt, also man baut mehrere Übungen zusammen, um möglichst viele Bereiche zu aktivieren. Ja, da geht es immer um die richtige Dosierung, also dass man den Patienten nicht überreizt dann, weil dann ist der Retest meistens wieder schlechter. Aber auch nicht zu wenig, um keine Unterdosierung zu haben. Damit überhaupt ein Effekt erzeugt wird. Genau, ja. Damit der Effekt möglichst hoch ist. Also jetzt hatten wir ja vorhin mal das Wort traumatisierte Patienten. Da ging es ja eher um körperliche Traumata. Aber jetzt vielleicht noch mal für unsere Psychotherapeuten, die zuhören und Therapeutinnen. Wir haben ja auch immer mal traumatisierte Patienten, die psychisch traumatisiert wurden und die dann vielleicht auch das auf der Körperebene erleben. Können Sie dazu noch mal was sagen? Ja, also die Patienten sehen wir jetzt oder sehe ich im Moment eher weniger, aber das funktioniert sicherlich auf eine ähnliche Art und Weise. Vielleicht nicht nur dann über den Vagus, sondern auch über andere Gehirnbereiche, zum Beispiel über die Amygdala, die Angst und Emotionen und Gedächtnisverarbeitung einfach macht. Aber auch die Insula, also noch ein anderer Bereich, auch im Großhirn, der verantwortlich ist für die emotionale Kontrolle und auch die Schmerzverarbeitung. Ich denke, das sind Bereiche, die bei den Patienten durchaus
vielleicht ein Problem haben könnten. Die kann man dann nicht unbedingt immer nur mit einer Bewegung ansteuern. Da gibt es dann Kontaktpunkte, die der Patient sich dann selbst hält oder die ich dann in dem Fall anfasse und er dann in Kombination dazu zum Beispiel eine Bewegung macht. Das ist ja total interessant, weil es gibt ja in der Psychotherapie die sogenannte EMDR. Also da arbeitet man mit Klopfen, also man klopft dem Patienten, was ich, aufs Knie oder so, und er soll dabei Augenbewegungen machen. Und man weiß auch nicht genau, wieso das wirkt, aber das geht ja in die Richtung, ne, wenn ich das richtig verstehe. Was wäre denn zum Beispiel, könnte ich mir das mal vorstellen, wie, was man da machen würde, also mal so praktisch? Genau, also es gibt zum Beispiel einen Kontaktpunkt, der ist so in Höhe von der Schläfe. Mhm. Ja, wenn ich den anfasse, das ist ein Testpunkt, aber natürlich auch ein Kontaktpunkt dann eben für diese Insula. Um die zu aktivieren, kann ich dann wieder zum Beispiel meinen Zungenkreisen machen, weil die eng mit dem Vagus zusammenarbeitet, aber auch zum Beispiel eine Bauchmassage, also dass ich meinen Bauch massiere, weil der Vagus ganz viele Kerne eben auch da in der Interozeption hat. Mhm, ja. Im Bauch, okay. Aha, sehr interessant. Wir kommen ja immer wieder auf den Punkt, dass man eigentlich den Körper aktiver mit dem Sprechen und dem Denken und dem sozusagen verknüpfen müsste. Das finde ich eigentlich das Spannendste jetzt auch für mein Gebiet hier bei dem, was wir da besprechen. Ne? Weil eigentlich das Reden alleine bei vielen Patienten, die körperliche Themen haben, auch vielleicht einfach zu wenig sein könnte. So das, was ich hier raushole für mich, ehrlich gesagt. Ja, ist zumindest eine gute Ergänzung für die Patienten. Genau. Ja, nicht jeder spricht wahrscheinlich gleich gut darauf an, aber so würde ich das auch sehen. Ja. Und so ist es auch zu sehen, denke ich, im Athletikbereich. Ja, auch klassisches Athletiktraining ist total gut. Aber das Gehirn als Initiator für alles, was wir an Bewegung haben, aber auch für unser Denken mit zu integrieren, ist sicherlich nochmal eine Chance, um dem Patienten noch besser zu helfen. Ja, das ist ja auch nochmal vielleicht ein interessanter kleiner Exkurs. Was ist denn Neuroathletik? Also ich kenne Athletik nur, man muss ganz viel rennen, damit man schneller wird. Aber was man da jetzt noch machen kann mit Neuro, das finde ich auch interessant. Das ist eigentlich nur eine Erweiterung vom klassischen Athletiktraining. Also das bezieht wirklich die zentralen Elemente der Bewegungssteuerung nochmal mit ein. Das ist zum einen dann das visuelle System, ja, also das, was wir sehen können, das propriozeptive System, das, was wir an Bewegungsinformationen aus den Gelenken, aus dem Körper bekommen, das Gleichgewichtssystem, da vor allen Dingen Innenohr, aber eben auch die Gehirnareale und auch das interozeptive System, also das, was an Rezeptoren in den Organen im Körper ist. Mhm. Und das wird alles mit einbezogen in das Training. Aber wie stelle ich mir das jetzt vor? Also wenn ihr sagt, ich will, dass sie schneller läuft, was mache ich dann mit der Läuferin oder dem Läufer? Also wenn ich das, ich muss mir immer so praktisch vorstellen, was machen die denn dann da auf dem Platz? Die machen dann Voraktivierungen, ja. Also auch da wäre dann am besten, man testet vorher aus, wo ist denn das Problem? Ja, ist es eher der Start, ja, dass die zu langsam und nicht zu schnell ins hohe Tempo kommen? Oder ist es die Armbewegung, die nicht synchron läuft? Ah. Oder können die nicht so schnell die Kraft entwickeln? Und wenn ich das dann weiß, dann suche ich das passende Hirnareal dazu aus, mache da eine Voraktivierungsübung, zum Beispiel über die Augen. Mhm. Und dann lasse ich denjenigen erstmal das machen und dann kombiniere ich das mit der Bewegung, weil das Gehirn das dann auch immer in dem speziellen Bewegungsmuster abspeichert. Also es hilft dann auch nichts, nur die Bewegung mit den Augen zu machen, sondern das muss dann wirklich in Kombination auch mit der Bewegung sein, die ich verbessern will. Ah, das ist ja total interessant. Und kennen das alle Athleten, die Profisportler sind, oder ist das auch noch was ganz Neues? Ich denke, das wird immer mehr. Also da gibt es ja einige, die mit sehr vielen Profisportlern im Fußball, im Tennis, auch in der Leichtathletik arbeiten und auch in den letzten Jahren gearbeitet haben. Also das wird immer mehr und nimmt hoffentlich dann auch so ein bisschen dann den Lauf in den Leistungssport, der nicht jetzt im Profibereich ist und auch vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche, weil ich denke, gerade in dem Bereich auch man ganz viel die Kinder unterstützen kann. Mhm. Ja, und vielleicht nimmt es ja auch noch mehr an Raum in dem psychosomatischen und psychotherapeutischen Bereich an. Ja, gut. Okay, das war ja schon total interessant. Wir wollen ja auch nur aufmerksam machen darauf, dass unsere ZuhörerInnen das auch irgendwie alles als Thema mal erfassen und sich dann vielleicht weiterbilden. Und deswegen haben wir immer die Frage, ob vielleicht ein Buchtipp dazu möglich ist, damit man sich da weiter informieren kann. Buchtipp. Ja, da gibt es auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Das ist Neuronale Heilung von Lars Lienhardt. Da geht es wirklich nochmal speziell um den Vagusnerv und wie man den aktivieren kann. Und das ist wirklich sehr patientenfreundlich geschrieben, so dass man mit wenig Fachwissen sich da
gut einlesen kann und auch für sich eine Möglichkeit des Trainings rausfinden kann. Der hat auch noch weitere Bücher geschrieben, wo es eher um Kraft und um Schnelligkeit geht. Also wenn man jetzt im Sportbereich sich da auch noch interessiert, da gibt es auch noch weitere Literatur. Okay, danke. Tipp aus unserem Wissenschaftskontor. Also wir haben hier eine Meta-Analyse bzw. ein Review. Das ist 2012 im November erschienen im Journal of Pain. Und der Titel ist The Effects of Graded Motor Imagery and Its Components on Chronic Pain. Und die Verfasser sind Bowering et al. Kommen wir doch nochmal zu etwas ganz Persönlichem, damit ich die Frau Waschkewitz noch mal ein bisschen besser vorstellen kann. Gibt es denn eine persönliche Geschichte oder etwas über Sie, damit wir Sie nochmal persönlich kennenlernen? Persönliche Frage. Persönliche Geschichte weiß ich jetzt nicht. Aber ich mache auch gerne Sport. Ich bin begeisterte Läuferin und das mache ich am liebsten eigentlich morgens um 5 vor der Arbeit, bevor alle aufstehen, sowohl die Familie als auch alle anderen im Ort, sodass ich da ganz für mich sein kann. Das finden viele ganz gruselig. Ich liebe das sehr. Also im Winter im Dunkeln stelle ich mir das auch ein bisschen gruselig vor, aber okay. Wahrscheinlich sind Sie auch eine ganz schnelle Läuferin, da kann nichts passieren. Nein, das nicht. Okay, super. Vielen, vielen Dank, dass wir das Interview führen durften. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und ja. In unseren Kliniken für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie sind wir in Hamburg, Frankfurt am Main und an der Ostsee für Sie da. Und Sie finden uns unter www.blomenburg.com.